Ja, jetzt möchte ich mich einmal besonders an die Kinder wenden, an alle Kinder aus unserer Gemeinde, aber ich möchte gleich auch die Kinder aus dem Kindergarten der Deutschen Schule hier in Prag auch mit einschließen. Und ich stehe hier in unserer Kirche an einem ganz besonderen Platz, nämlich hier sind 5 Kerzen und diese 5 Kerzen, die stehen für unsere 5 Erstkommunionkinder, die wir in diesem Jahr haben. Ihr wisst, liebe Kinder, oder manche von euch wissen, dass die Erstkommunion immer ein ganz großes Fest ist. In der Erstkommunion vertiefen wir unsere Freundschaft zu Jesus. Und wir in unserer Gemeinde haben eben dieses Jahr 5 Kinder, die sich schon seit Januar für die Erstkommunion fleißig vorbereitet haben. Aber jetzt ist es einfach passiert, dass uns diese Krise dazwischen gekommen ist. Und wir können hier in der Kirche nicht Gottesdienst feiern. Wir können aber natürlich auch unsere Erstkommunionvorbereitung nicht fortsetzen. Und das tut mir und das tut sicher auch euch, liebe Kinder, ganz besonders leid. Wir können zum Termin, den wir uns vorgenommen hatten, nämlich am Sonntag nach Ostern, auch nicht die Erstkommunion feiern. Ich weiß, dass ihr euch, liebe Erstkommunionkinder, sehr darauf gefreut habt und eure Eltern haben sich darauf gefreut, eure Großeltern, eure Paten, alle haben sich darauf gefreut, ich mich auch. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich die Erstkommunion sehr weit nach hinten verlegen. Ich habe mit den Eltern der Erstkommunionkinder auch schon versucht, einen gemeinsamen Termin zu finden. Aber wir sind ja trotzdem Jesus-Freunde. Und ich glaube, allein das darf uns schon Freude machen. Und immer wenn ich jetzt in diesen stillen Tagen ganz alleine in der Kirche bin, dann komme ich auch immer wieder zu diesen Kerzen hierher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Kerzen, die geben mir eine ganz besonders große Freude. Denn erstens einmal, es geht um eine Kerze. Und eine Kerze, das ist was ganz Wunderbares, weil eine Kerze schenkt den Menschen Licht. Wenn man eine Kerze entzündet, dann wird es in einem dunklen Raum etwas heller. Und ich denke, liebe jungen Freunde, das ist ganz wichtig für unser Leben. Auch wenn es in unserem Leben manchmal so ein bisschen finster ist oder wenn es uns nicht gut geht mit unseren Geschwistern oder mit den Eltern, wenn wir uns zoffen, wenn wir Streit haben, was auch immer, dann gilt es eigentlich auch in unserem Herzen so ein kleines Licht zu entzünden, das Licht der Liebe. Und ich denke, dann kann der ganze Raum auch unserer Gemeinschaft sich wieder erhellen. Was ich bei den Kerzen auch wahrnehme, die sind alle ganz wunderschön gestaltet und sie sind ganz bunt. Und liebe jungen Freunde, unser Leben, auch wenn wir jetzt so manches nicht machen können, was wir normalerweise machen in unserem Alltag, aber dennoch, unser Leben ist bunt und es bleibt bunt. Es hat ganz viele Farben. Es hat die Farbe Rot für die Liebe, es hat die Farbe Grün für die Hoffnung, es hat die Farbe Blau für das Vertrauen. Einfach, unser Leben ist bunt und es bleibt bunt. Und so möchte ich euch einfach einladen, dass wir so ein bisschen miteinander verbunden sind, indem wir aneinander denken. Ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges, dass wir immer wieder gut übereinander und aneinander denken. Und etwas anderes ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass wir gerade jetzt in diesen etwas schwierigen Tagen nicht vergessen, hilfsbereit zu sein. Ja, also meinetwegen zu Hause zu helfen, auch zu Hause, wenn es irgendwie einmal Streit gab, sich wieder versöhnen. Denn gerade wenn man so jetzt nicht hinausgehen darf und wenn man dann noch Streit hat, das ist eigentlich unangenehm, wenn man das so über Tage einfach mit sich umherschleppt. Oder, was sicher auch ganz wichtig ist, dass man einfach einmal die Oma oder den Opa einfach einmal anruft, wenn man sie gerade nicht sehen kann, oder dass man auch Freunde anruft aus dem Kindergarten, aus der Schule.
Also einfach, dass man so ein bisschen füreinander sorgt. Und dann kann eben unser Leben, unser Alltag auch so schön hell sein, wie jetzt dieser Altar hier hell ist durch die Kerzen der Erstkommunionkinder. Und ich grüße euch ganz herzlich und ich wünsche euch einfach alles, alles Gute. Habt es gut und natürlich freue ich mich, wenn ich euch alle wieder sehen kann. Im Kindergarten, in der Schule, hier in der Kirche, wo auch immer. Wir freuen uns schon auf diesen Tag, wo wir uns wiedersehen. Danke und tschüss.